Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Heute haben wir die Barbara Box. Da ist sie. Gerade frisch geholt. Aus der Packstation. Lass uns überraschen. Packstation deines Vertrauens. Genau. Ich bin gespannt. Also ich, und auch die Nase gelegen ist. Ja. Ich selber kann die gar nicht, meine ich. Doch, die hast du schon mal ausgepackt. Du hast die sogar einmal ausgepackt. Ich habe die ausgepackt, okay. Aber Barbara Box ist... Da war etwas für Frauen drin, was Frauen glücklich macht. Ach so, ich erinnere mich, ja. Mhm. Hat er ausgepackt. Habe ich ausgepackt. So, also, wir haben die schon aus dem Karton geholt. Es ist immer ein bisschen knifflig, die aus dem Karton zu bekommen. Die riesige Box. Als erstes natürlich mal wieder Werbung. Brauchen wir nicht. Dann das Barbara Magazin. Ich persönlich lese gar keine Magazine. Ich blätter die so im Schnellformat einmal durch. Und also wirklich so. Wie damals E.T., ne? Ja, genau. Durchgelesen. Nee, das war nicht E.T., Schatz. Guck mal. Kinderüberraschung. Ach, jetzt ist es doch interessant, oder? Ja, ist Kinderüberraschung. Ne? Auf sowas springe ich dann an, ne? Das innere Kind, sage ich nur. Das funktioniert. Ja, und dann werfe ich sie weg. Also ich blätter eigentlich nur durch, um zu gucken, ob da irgendwo Proben drin sind, weil die gehören ja nicht ins Altpapier. Ja, wir trennen. Muss man übrigens, was ist die Barbara-Box hier? Februar. Februar, okay. Februar, wir haben Februar. Ja, dann mache ich mal das gute Stück auf. Aber auf dem Heft jetzt März drauf stand. Habe ich nicht drauf geachtet. Das ist auf jeden Fall Februar. Okay. Glaube ich. Wie ja. Immer ein schönes Geschenk. So sieht sie aus. Im Seidenpapier mit einem Schleifchen verpackt. Dann machen wir das gute Stück mal auf und lassen uns überraschen. Oder wir reißen es auch auf. Ready for Take-Off. Die nehme ich mal. Ich will den Urlaub. Oh ja. Das ist eine Urlaubsbox. Das wird leider die nächste Zeit nichts. Ich habe Fernweh. Ja. Dann ist da eine Leseprobe drin. Susanne Fröhlich, abgetaucht. Werde ich ebenso wenig lesen. Weil ab und zu mal lese ich zwar Bücher, auch Romane ganz gerne, aber diese Leseproben, nee, nicht wirklich. Das sind interessante Sachen drin. Jetzt guck da nicht rein. Ich fange an. Fangen wir mit dem Großen an. Einen Balea Dreiklingen-Rasierer. Fairy Tale. Ich glaube, den hatte ich sogar schon mal gehabt. Ist der selber gekauft oder hat er auch einen? Ne, hatte ich, glaube ich, in der Box mit Ersatzklingen. Okay. Den fand ich ziemlich. Ja. So sieht er aus. Aber gut, für den nächsten Urlaub, ne? Kann man den ja mitnehmen. Aber dann werde ich ihn eher auspacken, nimmt sonst viel zu viel Platz im Koffer weg. Genau. Aber dann nimmt man eher so Reiserasierer, ne? So Reiselady Shaver. Den testen wir jetzt mal nicht. Nein. Eigentlich epiliere ich auch. So, dann jetzt tun wir noch Zeit. Ich wollte jetzt auch schon auf den Boden schmeißen, aber der Deckel können wir. Übrigens, hier steht zwar Tee drauf, ist aber Kaffee drin. Tee wäre mir lieber. Ich mag keinen Kaffee. Ja, eher so, dann Kaffee. Das nächste. Juhu! Davon haben wir ja so wenig, ne? Von Trackle Moon Pink Pomelo Rose Duschgel. Haben wir doch gerade zwei leer, ne? Nein. Doch. Das war was anderes. Ja? Ja. Okay. Ich kann mal dran riechen. Riecht fruchtig. Oh ja. Übrigens dazu dann Tee, ne? Mit Grünteeextrakten. Ja. Siehst du mal. Mhm. Die Haut ernährt sich besser als der Körper. Heute Abend rieche ich gut. So, was ist das hier? Betty Hula, The Secret Wonder Oil. Great for all skin types. Was ist das? Perfekt für alle Hauttypen. Was, wofür ist das denn? Bringe deine Haut zum Strahlen mit diesem reichhaltigen Pflegeschatz. Verwende es sparsam, da es sehr ergiebig ist. Nicht zum Verzehr geeignet. 100% natürliche und hochwertige Inhaltsstoffe. Ich zeige es mal. Ist ein Öl. Ein Öl, ja. Ein Hautöl wird das sein. Oh, weißt du, was das 10 Milliliter kosten? Nee. 12,95 €. Ja, teures Öl. Ne? Würde ich mir nie kaufen. Duschgel, gerade mal gucken.
Es riecht aber gut. Ja, ich bin dem. Ihr könnt es ja auf die Haut machen, ist doch Öl. Oh ja. Ist doch Hautöl. Also riecht gut. Willst du nicht auf die Haut machen? Oh, da sehe ich schon was, was ich mir auch selbst Shampoo gekauft. Von eben. Ohne das. Kostet übrigens 2,95. Gut, und die Rasierklingen? Rasierklingen ist ja eigentlich... Ich glaube, da ist was drin, was du so gerne magst. Ich will jetzt erstmal mit etwas weitermachen, was ich mir mal selber gekauft habe. Ich habe hier keinen Rasierer drin. Dann ist es vielleicht ein Werbegeschenk gewesen. Also hier ist auf jeden Fall kein Rasierer drin. Aber seltsam. Seltsam, seltsam. Doch, hier. Auch 2,95. Okay, dann machen wir mal weiter. Compete Anti-Blasen Stick. Den habe ich sogar wirklich selber mir mal geholt und ausprobiert. Ich war semi-begeistert. Also Blasen sind trotzdem gekommen. Das macht halt, wenn man das auf die Ferse macht, das macht die so ein bisschen glatter. Dass neue Schuhe quasi nicht das Ganze nicht aufrauen können. So würde ich das jetzt erklären. Praktisch. Theoretisch könntest du auch ein Baumarkt eine Tube Silikon holen und dir auf die Füße schmieren. Ja, aber das Silikon wird irgendwann hart. Ja, aber ist auch so geschmiert. Ja, aber das ist schon ein bisschen anders. Okay. Als Silikonschatz. Mhm. Männer. Und wie teuer wäre das? Das könntest du bei mir kaufen. Mhm. Für 8 Milliliter. 8 Milliliter. 7,95 €. Oh. Ich meine, ich hatte damals weniger bezahlt. Egal, so, machen wir weiter. Mit etwas, das ich auch schon mal in einer Box hatte. Alverde Hydro Lippen Primer mit Aloe Vera. Also ein Lippenprimer. Also ein Primer macht man ja normalerweise drauf, Boosting Lippen, bevor man sich schminkt. Der Hydro Boost für die Lippen. Ja. Die pflegende Textur mit Aloe Vera und Mandelöl aus kontrolliertem biologischen Anbau schenkt ein zartes Lippengefühl und bereitet optimal auf das Lippen-Make-up vor. Für 3,95. Ja gut, ich trage eigentlich selten Lippenstift, weil Lippenstift, selbst kussechter Lippenstift, hält bei mir irgendwie nicht nach einer Stunde weg. Ohne dass ich was gegessen oder getrunken habe. Ja, bei mir versagt es. Keine Ahnung, was ich immer mache. Ich sage immer, ich esse meinen Lippenstift. Scheinbar, muss ja so sein. So, dann ach, etwas. Ja. Das hatten wir jetzt auch schon in der Box gehabt. Die letzten Box, das war, das müsste die Black Box Man gewesen sein, ne? Nein. Dugusta Box, die letzte Dugusta Box. Genau. Die letzte Dugusta Box. So, da war gerade kurz eine kleine technische Panne, nicht wundern. Wieder einmal. Also, von Landpark, Bioquelle, sanfter Apfel. Müssen wir jetzt nicht probieren. Heben wir für deine Kids auf. Ja, ist ja ohne Kohlensäure, ne? Das ist Apfelsaft, Schatz. Ach so, ja, hier gibt ja auch Apfelsaft mit Kohlensäure. Es ist Apfelsaft. So, dann machen wir mal weiter. Mit einer Handcreme. De Lilou Handcreme. Paranus. Paranus. Sieht man das? Ja. Machen wir uns mal. Ich habe eh gerade trockene Hände. Das passt doch. Das Apfelsaftkonzentrat. Ach so, ja, stimmt. Kostet übrigens 79 Cent 500 Milliliter. Das geht vom Preis her. Ich nehme jetzt mal was Handcreme. So sieht die aus. Also die Handcreme halt. Also wie eine normale Creme. Wie auch sonst. Da ist sie doch. Und? Kriegst du so 20% Rabatt drauf, wenn du was bestellst. Ui. Also ist er teuerste im ganzen Paket. Echt? Ja. Wie wissen die? 30 Milliliter, aber was schätzt du denn? 30 Euro. Nein. Du sagst, das ist das teuerste. Ja, 14. 14 Euro? Oh ne, kommt aber teures. So, hast du noch jetzt. Ah ja, genau. Die willst du auch ein bisschen Hand nehmen? Nee. Oh, die riecht nach Kokos. Paranus. Paranus, ja. Paranus. Kokos oder Paranus ist fast so. So, dann das nächste. Alverde Naturkosmetik. Ist halt sehr biobelastet. Und das ist ein Rouge und Highlighter. Nummer 20. Setting Sun. Ich habe Highlighter verstanden. Highlighter. Rouge und Highlighter. Setting Sun. Jetzt habe ich natürlich verschmierte Hände. 6 Gramm für 3,95. Jetzt habe ich natürlich verschmierte 3,45, Hände. Entschuldigung.
So sieht er aus, wenn man ihn auf den Finger macht. Ja, ja, kommt da, glaube ich, kann ich mal deine Hand haben, du hast dich nicht eingecremt. Sieht man das? Sieht man nichts. Nee, und wie Sie sehen, das ist immer noch alles auf meinem Finger. Ja. Vermutlich war ich gerade eingecremt. Nee, da ist ein bisschen was drauf. Aber. Ja, das bleibt, das, glaub, das bleibt haften, weil ich mich eben erst eingecremt habe an den Händen. Eigentlich müsstest du das austesten. Nee, was soll ich denn mit Schminke? Ja, immer mal was Neues. So, das nächste. Von Dr. Barbour, Neurocentive Cellular, Intensive Calming Cream. Eine Gesichtspflegecreme. Von Barbour. Barbour ist ja eine sehr gute Marke. Ja. Barbour mag ich. Wir sind nach 20 Milliliter, ne? Mhm. Hui. Was tippst du, was die kostet? Die ist teuer. 30 Euro? Hm, passt. Wie viel? 26,80. Hm. Riechen? Riecht recht neutral. Ich finde jetzt nicht überhaupt vom Geruch her. Ja, riecht ein bisschen muffig, ne? Neutral alles, bis muffig, würde ich sagen. Kann eh alles ziemlich schlecht ein. So, dann Gold Eye. Brightening and Firming. Hyaluronic Extract, ja. Vitamask. Eine Maske. Eine Maske. Also ich kenne das hier nur, aber für die Augen wird das sein, eine Augenmaske. 6,75 Euro. Das ist eine Augenmaske, ne? Da steht Gold Eye. Ich kenne kenn diese Dinger hier, diese hier auch nur ja, als auch Augenmaske. Augenringlinien, mehr und feine Linien. Aber sonst die so. iPads eignen sich auch ideal für, ja, für reife Haut. Mhm. Bist du reif? Nein. Ich bin unroh. Ich bin unreif. Dann haben wir hier von Heilemann Ruby Chocolate Pur. Einzigartig fruchtig. Schokolade aus der Ruby-Kakaobohne. Natürliche Rosa. Das Juwel aus den Tropen. Ist das dann noch eine rosa Kakaobohne? Für 3,95. Das glaube ich jetzt nicht. Komm, probieren wir mal. Probieren wir mal rosa Schokolade. Ups, da geht schon auf. Rosa, stimmt, rosa. Ja, stand da drauf. Die ist dünn, drauf, ne? Ja. So sieht sie aus. Rosa Schokolade. Schmeckt nach Erdbeer. Ja. Deswegen auch rosa. Also hätten sie theoretisch auch Erdbeerschokolade draufschreiben können. Guck mal, hier steht sogar noch der Preis drauf. Seht ihr das? Die haben den Preis drauf gelassen. Geil. Ich meine, da steht so auch das Mindestkar. Das ist das mindestens. 30. August 21. Genau, bis dann ist es haltbar. Mir fiel gerade das Wort nicht ein. Aber das andere hätten sie abmachen. Und verbindliche Preisempfehlung 3,95 Euro. Das andere hätten sie abmachen. 100 Gramm 4,95 Euro. Was? 10 Gramm mehr als 1 Euro mehr. Hm. Ja. So macht man Geschäfte. Aber die sind genauso gut wie ich mit deinem Adventskalender, ne? Den ich für dich gemacht habe. Ja, ja. Da habe ich auch bei einigen Sachen vergessen, die Preise abzumachen. So, dann ist da noch ein Säckchen drin. Das ist aber leer, oder? Nee, da ist was drin. Da ist was drin. Haben wir denn schon Weihnachten? Ja, da ist schon Schmuck drin. Schmuck? Ja, es wird aber auch nur Mode. Er siehst du auch, das ist Modeschmuck. Das ist ein... Was bist du? Ein Armband, würde ich sagen. Ich würde sagen, das hier ist ein Armband. Ja, weil meinst du, was ein kleiner Armband kostet? Bestimmt viel zu teuer für das, aus was es ist. 24,95. Was? Ja. Von was ist das? Steht hier. 24,95. Würde ich nie für, also das für Modeschmuck. Messing. Vergoldetes Messing? Ja. Ja, ist Modeschmuck. Es wird kein echtes Gold sein. Also klar, Messing. Ist aus Messing. Aber ich meine, so ist es schon ganz süß. Ne? Also... Es ist jetzt nicht so ein Gedrisse, der in der My Little Box drin ist. Also, weil das fand ich immer so ziemlich kindisch, der Modeschmuck, der in der Box drin war, die ich übrigens nicht mehr abonniert habe. Daher werdet ihr auch keine My Little Box von mir auch, zu sehen bekommen. So, jetzt sind wir auch schon beim letzten.
Ich hab's gewusst. Schon ewig nicht mehr getrunken. Und zwar von Baileys. Lecker, lecker, lecker. Ah, den muss man kalt trinken. Ja, wir haben noch Kühlschrank. Ja. Müssen wir, glaube ich, nicht probieren. Jeder kennt Baileys. Jeder weiß, wie Baileys schmeckt. Lecker. Lecker. Für jeden, der gerne süß trinkt. Ja, das war es auch schon. Ja, ratzfatz. Das ging sehr schnell. Jetzt darf ich auch ins Heft gucken. Also gut, das Thema Ready for Take-Off. Ja gut, du hast Duschgel, ne? Für das Hotel. Gibt's ja in keinen Hotels. Du hast Blasenpflaster für die ganzen Sightseeing-Touren. Genau. Beziehungsweise Pflaster mit Blasenstick. Und wenn der Flug Verspätung hat, 6 Stunden, kannst du schon mal nachpudern. Ich habe was für den Flug, weil ein Flug trocknet ja die Haut immer so aus, ne? Zur Pflege. Und wenn du noch, und wenn du zu einem Date fliegst. Genau. Und du hast. Ich fliege jetzt zu einem Date. Du hast 8 Stunden Verspätung, kannst ja auf dem. Auf dem Flughafentoilette nochmal die Beine krassen. Warum sollte ich zu einem Date fliegen? Weiß ich ja nicht, keine Ahnung. Heiße ich Geißen mit Nachnamen? fliegen die auch zu einem Date? Naja, die lassen mal eben einen Reifen per Helikopter rüberfliegen. Ne? So, was haben wir noch? Ja, ich schmeiß alles um. Handcreme für die Hände, was man sowieso immer gebrauchen kann. Schokolade, falls man Hunger hat. Apfelsaft, falls man Durst hat. Die Frage ist, ob du das mit den Fliegern nehmen darfst. 500 Milliliter. Nee, darf ich nicht. Siehst du? Doch, wenn ich nur... Nee, Quatsch, das sind 100 Milliliter, die man mitnehmen darf. Aber am Flughafen zum Warten? Ja, gut. Und ich kann mich noch schick machen, ne? Mit einem Armband. Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass das was mit Ready for Takeoff zu tun hat. Und ich meine, ein Lippenprimer, da fehlt noch der Lippenstift dann. Keine Ahnung. Nee, aber im Gesamten finde ich die Box eigentlich nicht schlecht. Im Gesamten. Muss man auch so sehen, ne? Auch wenn ich das Thema jetzt nicht so ganz passend dazu finde. Gut, das kriegst du in den Flieger rein, ne? Das sind genau 50 Milliliter, die kriegst du rein. Aber, nee, kriegst du nicht rein, ist eine durchsichtige Verpackung. Ha! Ja, muss durchsichtig sein, oder? Ja, und das ist keine durchsichtige Verpackung. Okay. Kriegst du nicht rein. Würde ich jetzt sagen. Keine Ahnung. Ich habe noch nie versucht, da irgendwas zu schmuggeln. So oft bin ich noch nicht geflogen. Doch, ich schon. Aber die ganzen Flüssigkeiten habe ich eigentlich immer nur im Koffer. Und quasi nur das Nötigste habe ich im Handgepäck. Das ist dann vielleicht eine Lippenpflege. Flickenbalsam. Ja. Also viel ist es nicht an Flüssigkeiten. Naja, auf jeden Fall bist du im Großen und Ganzen ein bisschen eigentlich zufrieden. Ja, doch, ich bin eigentlich schon zufrieden. Was hat die Box jetzt gekostet? Geld. Ich weiß es nicht. Muss ich nachgucken. Weil die hat ja schon mindestens, muss man ausrechnen, die hat ja über einen Wert von 50 Euro, weil allein 2 Produkte mit knapp 25 Euro zuschlagen. Also ich denke mal, bei 60, 65 Euro bis kannst du ja mal durchrechnen und dann irgendwo hinschreiben. Kann ich machen. Vielleicht so genau auf unsere Köpfe oder über unsere Köpfe oder sowas. Ich kann ja nochmal nachgucken, was die Box nochmal gekostet hat. Ja. Ja, das ist ja weit über, weil... Ja, ja klar. Ist aber also weit über, zwei, drei Produkte hast du. Das hier hat 27 Euro, das nächste 13 Euro, dann sind wir bei 14 Euro, dann 7 Euro, dann 3 Euro, dann... Ach nee, das hat... Ach guck, man konnte es... Auch interessant. Ach, ja. Man konnte entweder... hier diesen Blasenstick, Anti-Blasenstick in der Box haben oder die Pflaster. Auch vielleicht interessant zu wissen. Auf jeden Fall kosten beide jeweils 8 Euro. Also ich runde gerade auf, nicht wundern. Dann von Alverde, der Rouge und Highlighter kostet 3,50. Der Lippen... Auch 3,50. Booster, 3,50. Die Rasierklingen 3 Euro, die Schokolade 3 Euro und der Baileys auch nochmal 3 Euro. Ja, das ist immer gut. Also ich habe jetzt nicht mitgerechnet. Na, guck mal. Baileys on the Coffee Rocks. Ja gut, wäre jetzt nichts für mich, weil ich mag keinen Kaffee. Mhm. Aber da ist auch noch ein Rezept dabei, wie ihr Baileys mit Kaffee mischen könnt und euch da ein tolles Getränk draus machen kann, wenn man Kaffee mag.
Achso, es geht noch weiter. Dann 80 Cent der Apfelsaft und 25 Euro das Kettchen. Also sind es schon. Vom Wert her ist die sehr gut. Ja, vom Wert her ist die top. Ja, ist die super. Also, nee, so, ganz ehrlich, ich finde es auch echt. Ich finde die ganz okay, muss ich sagen. Ja. Ja, groß und ganzen wieder eine erfolgreiche Box. Genau. Der Mann kann jetzt nicht so viel mit anfangen. Ja, eins, was ich brauchen kann, ist die Duschcreme und das Getränk. Ja, aber das ist auch eher für deine Kids, ne? Na gut, kann ich ja auch trinken. Ich meine, du kannst auch das Kettchen anziehen. Aber als Beinkettchen. Vielleicht willst du auch einen Primer für deine Kids. Nee. Oder dich ein bisschen schminken. Nein, überhaupt nicht. Aber die Handcreme kannst du mit benutzen. Ja. Du kannst, falls du dann doch mal... Aber ich als Mann würde mir jetzt eine Kiste nicht bestellen. Nee, ist ja auch nicht für Männer. Die ist ja auch eher für Frauen. Ne? Ja, das war's dann. Dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Ja. Ich dachte, du willst noch irgendwas sagen. Nee, ich habe alles. Ja, dann würden wir uns freuen, wenn ihr unserem Video ein Like gibt oder einen Kommentar da lässt, wenn ihr uns abonnieren möchtet, sehr, sehr gerne. Und mir fällt mir nicht ein. Nee, das war's. Ja. Ja. Dann wünschen wir euch einen schönen Tag oder genießt einen schönen die warmen Abend. Tage noch, bevor wieder was kälter wird. Genau. Ja, aber so warm sind sie ja auch nicht. Also wir haben noch keine Sommertemperatur. Ja, ist schon was Feines. Ja. Wenn ihr die Box auch bekommen habt, dann erzählt uns doch mal, wie ihr die Box fandet. Ja, und dann wünschen wir euch einen schönen Abend. Tschüss.